Jahr 2030. Jetzt befindet ihr euch in der Zukunft. Natürlich ist es nur ein Bild von der Zukunft. Eine Information, von der es uns gelungen ist, sie durch die Zeit zu versenden. Mit diesen Worten werden Besucher der Ausstellung Zeitreise 2030 begrüßt. Die Ausstellung im Freizeitheim Fahrenwald zeigt Zukunftsvisionen von Jugendlichen rund um das Thema Stadt. Über anderthalb Jahre haben Schüler in Workshops ihre Ideen gesammelt und anschaulich aufbereitet. Die Ergebnisse wurden dann mit dem tatsächlichen Forschungsstand verbunden, um so ein interessantes Szenario zu entwickeln. Geleitet wurde das Projekt von Thomas Meiseberg vom Wissenschaftsladen Hannover. Wir hatten überlegt, dass wir gerne was Interaktives mit Kindern und Jugendlichen machen wollen, wo es eben darum geht, einfach mal eine positive Vision aufzubauen. Eine Vision, die eben doch ein bisschen weiter in die Zukunft reinreicht. Also das heißt also wirklich ein Blick nach vorne. Wie könnte sich eigentlich so unser Lebensumfeld verändern? Die verschiedenen Schwerpunkte der Ausstellung sind Stadtökologie, Schule und Arbeit, gesellschaftliche Entwicklung und Politik, Gesundheit, Leben und Sterben, Lifestyle und Produktentwicklung. So finden sich neben Gegenständen, die nicht jeder in der Zukunft vermutet hätte, auch so manches interessantes Fortbewegungsmittel oder ein genervter Anrufbeantworter. Guten Tag, Mia. Du hast eine neue Nachricht. Mittwoch, 12.06.2030, 16.34 Uhr. Die Ausstellung bietet nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zum Ausprobieren. So wurde das Projekt mit dem Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis und von der Deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet. Die Zeitreise 2030 eignet sich besonders gut für Schulklassen. Dafür öffnet sich die Zeitschleuse sogar vormittags. Bei Interesse können sich Lehrkräfte direkt an Thomas Meiseberg wenden. Dem Politik-Leistungskurs von der EGS Ruderbruch hat es jedenfalls gut gefallen. Während der anschließenden Diskussion setzen sich die Schüler mit den Inhalten der Ausstellung auseinander. Hierbei ist auch immer wieder Thema, ob das Szenario nun realistisch oder utopisch ist. Ich finde irgendwie, also klar, es ist schon irgendwie total der Wunsch und vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber ich finde vieles ist auch total realistisch. Also zum Beispiel irgendwie, dass alles kommunaler wird oder so, das ist ja nicht unbedingt schwer umzusetzen oder Tauschhandel und sowas. Doch nicht jeder zeichnet ein so optimistisches Bild von der Zukunft. Also an sich ist das ganz gut dargestellt, wie es sein sollte. Aber es ist einfach unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ob die hier dargestellte Zukunft realisierbar ist oder nicht, spielt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Denn in erster Linie möchte die Ausstellung Denkanstöße zur Gestaltung der Zukunft vermitteln. Ich denke, das ist auch so das Wesentliche, was wir dabei immer wieder mit intendieren wollen. Mit der Ausstellung. Also sich Gedanken zu machen über ihre eigene Zukunft und vielleicht auch Ideen zu kriegen, aber auch sich immer wieder klar darüber zu sein, ja, wir gestalten die. Also wenn ich jetzt weiß, was ich will oder was ich nicht will, dann kann ich das auch aktiv tun. Wer jetzt Lust bekommen hat, ins Jahr 2030 zu reisen, der kann dies noch bis zum 1.11.2011 im Freizeitheim Fahrenwald tun. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 15 bis 18 Uhr geöffnet.